Willkommen zurück, Meisterdetektive. Hierzu die drei Fragezeichen und die Riesenkrake. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir endlich, sag ich mal, ja, endlich in die Zentrale der drei Fragezeichen kommen, also in unsere Zentrale, den Wohnwagen. Justus! Peter! Da stehen Wo Leute rum. steckt ihr denn? Da ist Mrs. Tante Mathilda. Jonas. Rückzug. Na? Ob... Wir gehen mal hier hinten durch. Mrs. Jonas freie Zone. Ja. Tja, noch. Ihr wisst, sie lauert gern. Dann gehen wir Nutzen wir mal. die Gelegenheit und passieren das kalte Tor. Genau. Wo ist das kalte Tor? Sehr gut. Und rein da. Die Zentrale war auch schon mal ordentlicher. Aber Ja, seit wann geht. beherbergen wir Spinnen? Ill. Mach die mal weg. Hört ihr das? Haben wir noch mehr ungebetene Gäste? Kann sein. Mäuse, Ratten, irgendwas? Im Boden vielleicht? Lasst uns den Rechner anschalten, damit wir Peters Krakenfoto übertragen. Da tut sich nichts. Kein Strom? Das Kabel zur Stromleiste wurde durchtrennt. Kollegen, hier waren Nagezähne am Werk. Verdammt Wir nochmal. brauchen eine neue Stromleiste. Ja, okay. Onkel Titus bewahrt welche in der Ich Freiluftwerkstatt glaube, auf. ich habe schon welche gesehen, ja. Ich glaube, ich habe da schon welche gesehen. Lauert deine Tante vor der Zentrale? Zum Glück haben wir eine Alternative, um uns draußen umzusehen. Stimmt, hier mal dieses Guckding ins Kirchens da, oder? Oder? Haben sie doch. Haben sie doch. Normalerweise haben sie das doch. Da oben können wir doch dann so rausgucken. Ja, nicht aus dem Fenster? Nein. Was ist denn dann die Alternative, liebe Leute? Bin ich jetzt gerade überfragt, ehrlich gesagt. Wie komme ich jetzt hier? Hä? Ja, wenn nicht durch die Tür, dann durch den Geheimeingang. Aber wo ist er? Ich meine, ich raff's jetzt nicht ganz, ehrlich gesagt. Ah, okay, da kann ich noch moven, nach unten, nach oben. Aber da tut sich auch nichts. Trotz Lüften riecht es hier eindeutig nach Streichelzoo. Da kann man drin. Ja, ihr Bitte, könntet Kollegen, mal hier sauber das machen. sieht mir nach einem Einbruch aus. Der Übeltäter könnte noch anwesend sein. Wo mag er stecken? Vielleicht Die der Luke Waschbär, schließt hä? nicht richtig. Ich wette, es war In der unserem Waschbär. Geheimtunnel tricksen wir deine Tante aus. Schließlich führt er bis in die Freiluftwerkstatt. Da ist er wieder. Himmel! Das war Ja. zweifellos... Ein Procyon lotor, umgangssprachlich Waschbär. Wegen seiner Anpassungsfähigkeit ist er immer häufiger in urbanen Gebieten anzutreffen. Okay. Und das aus deinem Mund? Ja. Der Dann nicht Waschbär hat uns dadurch. den Geheimgang besetzt. Okay. Dann lassen wir das. Wir schauen jetzt mal raus hier. Wollen wir doch mal sehen, ob die Luft rein ist. Ganz schön unscharf. Da hinten ist sie. Die gute Mrs. Jonas. Okay. Ja, dann ist die Luft wohl rein. Dann können wir doch raus, oder? Lauert deine Tante vor der Zentrale? Hä, nein, ich habe Zum doch Glück haben gerade wir eine rausgeschaut. Alternative, um uns draußen umzusehen. Ja, was habe ich denn gerade gemacht, Alter? Wollen wir doch mal sehen, ob die Luft rein ist. Muss ich das erst scharf stellen oder was? Eine Transportbox. Da hinein könnten wir den Waschbären locken. Angeln wir sie uns. Eine Ach Transportbox. so. Ja, und da ist sie. Da ist die Tante Wir Mathilde. müssen wohl einen Schleichweg benutzen. Hä, wieso? Die gute Mrs. John. Wir müssen wohl... Wie sein Schleichweg? Was hat er? Ja, und sonst? Eine Transportbox. Transportbox. Da hinein könnten wir... Okay. Gut. Ah, frische Luft. Durch die Luke könnten wir uns die Box da draußen angeln. Aber womit? Ja, mit deinen Händen vielleicht. Kannst du nicht einfach Durch die rausgehen und Luke das Ding könnten holen? wir uns... Da sieht dich doch keiner. Junge, ernsthaft. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Unsere Dunkelkammer. Mal ehrlich, wann haben wir sie das letzte Mal benutzt, um Filme zu entwickeln? Aha. Okay, da können wir Filme entwickeln. Können wir... Ist aber drin? Nee, oder? Hier auch nicht. Ja, mit was angeln wir? Da.
damit. Der Zeigestock wird Teil unserer Angel. Ja, das finde ich, halte ich für persönlich für eine sehr gute Idee. Dann probieren wir das jetzt mal. Ja, komm schon. Durch die Luke könnten wir uns die Box da draußen angeln. Aber womit? Mit dem Zeigestock. Ja, okay. Ich muss anscheinend noch irgendwas basteln. Dann machen wir hier einen auf MacGyver. Genau, hier, pass mal auf. So. Als Angelleine macht sich Paketschnur gar nicht mal so schlecht. Gut, gut, gut. Und was nehmen wir noch? Dieses Ding. Was ist das? Das sind so Post-its. Das Kabel zur Stromleiste wurde durchtrennt. Kollegen, hier waren Nagezähne am Werk. Ist ja gut. Wir brauchen eine neue Stromleiste. Ja. Onkel Titus bewahrt welche in der... Ich würde es gerne kombinieren. Nein. Na gut, dann kombiniere ich halt nicht. Okay, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Dunkelkammer, dahin gehen können wir nicht, okay. Dahin gehen können wir. Das ist Zeug, ja, mein Gott. Kann ich jetzt damit hier was machen? Das ist dann ernst, ja? Ich kann es ja nicht kombinieren, ganz ehrlich. Fehlt ja dann noch irgendwas, oder? Was sind die Kekse hier? Ja, damit kann ich auch nichts angeln. Was können wir denn hier noch als Angelinstrument benutzen? Lupe, Keks, Drucker. Später, Peter. Okay. Na toll. Das Telefon ist tot. Ah, super. Das Kabel wurde durchtrennt. Wir müssen den Schaden beheben. Ach, dieser Waschbär. Also, ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt hier noch an die Angel dran bauen soll. Ganz ehrlich. Da ist ja auch nichts mehr. Das ist so Spickerdinger vielleicht, hä? Tante vor der Zentrale? Ja, okay. Zum Glück haben... Okay, okay. Was ist das? Was ist das hier? Okay, immer wenn ich da drauf klicke, dann wechsle ich. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt damit irgendwas kombiniert, aber anscheinend eher nicht. Eher nada. Ja. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht so... Ja, eine Dunkelkammer ist ja Quatsch. Was will ich da? Da kann ich nach oben, nach unten so ein bisschen. Da kann ich aufmachen. Da kommt dann, kann ich hier so ein bisschen drin rumstochern. Ja, macht keinen Sinn. Komm, Klappe zu. An den Kühlschrank kann ich aufmachen. Und Ende. Und hier geht's auch nicht weiter. Da kann ich nichts nehmen, das kann ich nicht benutzen. In der Schublade weiß ich nicht, was da drin ist. Da tut sich nichts. Ja. Yeah. Na toll. Telefon ist das tot. Das Telefon ist tot. Das Kabel wurde durch... Zu dem Stift hat er keine Idee. Ja. Ich habe auch keinen Plan, ehrlich gesagt. Das ist natürlich die Frage... Was machen, ne? Ich hab echt keine Ahnung, ey. Da geht nicht auf. Ups. Was ist das? Lol. Ach, krass. Das war ein Haken. Ja, oh Gott. Ach. Na bitte. Ich habe alles durchprobiert. Wirklich einfach alles. Ich habe jetzt lang gebraucht dafür. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, okay, und jetzt? Ja, mach auf. So, Transportbox. Geht nicht. Wieso nicht? Ich will erstmal eine Falle bauen, oder was? Okay, machen wir wieder zu. Hier kommt der Waschbär gut hin. Lasst uns als Köder etwas zu fressen suchen. Ah, okay. Ach, zu dumm. Die Tür hält nicht. Sie hält nicht.
Was könnten wir als Köder verwenden? Die Sachen sehen wirklich gut aus. Als Köder hier so ein bisschen Kuchen. Tja, ja. Der... Ach, ich will ja keinen Schaf ansehen, aber wer legt einen angebissenen Apfel wieder zurück? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, der Waschbär ist nicht wählerisch. Auf dem Teller lag auch ein Cracker. Wir sollten alle dazu tun, die sich in der Zentrale finden lassen. Ja, genau. Das ist wichtig. Das ist super wichtig. Wartet. Um die Mahlzeit reizvoller zu machen, sollten wir noch mehr Cracker finden. Ich hätte halt nur Cracker genommen. Guck mal, er hat anscheinend auf die Cracker abgesehen, wenn er sie ja schon auf dem Boden verteilt, der gute Waschbär. Je, Leute. Na gut. Weil ihr es seid, sammle ich jetzt für euch die Cracker. Aber nur ausnahmsweise, ja? Nur ausnahmsweise. So. Da noch ein Cracker, da vorne. Noch ein Cracker. Ich dachte, für ein Post-its, ne? Wahnsinn. Der Peggy wieder, denkt er das Cracker. Hält der Cracker für Post-its, ne? Das kann auch noch nur der Packmaster. So, okay. Packmaster, total bescheuerter Begriff, oder? Just. Was denn? Nur weil er einen Kühlschrank will, lass mich doch. Chill dich mal, Alter. Okay, hier ist kein... Nein, das ist kein Cracker, oder? Ist hier Cracker? Nee. Sind da noch Cracker? Nope. Draußen noch Cracker? Wollen wir doch mal... Nö. Nee. Keine Cracker hier. Okay, da müssen noch hier drin sein. Hm. Ja, wo kann ich noch hingucken? Ist hier noch irgendwas? Nö. Da am Rechner? Du hast auch keinen Cracker mehr, oder? Aber mir fehlen nur noch zwei. Wo können noch zwei Cracker sein? Das sind Post-its hier. Da am Rechner ist nix. Da unten ist auch nix. Soweit ich das recht entsinne, sehe. Hier hoch, links. Da ist noch einer. Kennt einen, brauchen wir noch, Leute. Einen scharfsinnigen Crackerfinder, wenn ich hier hatte. So, na, wer hat da noch einen Cracker? Wer hat noch einen? Wer findet noch einen? Ach, zu dumm. Just, just. Okay. Also ich darf nicht mehr in den Kühlschrank. Gut, da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Ein Cracker, ein versteckten. Mhm. Der muss sich ja irgendwo reingeschlichen haben, ne, der kleine Wicht. Aber wo ist er? Wo ist noch ein Cracker? Einen letzten. Na, ich hab schon alle. Bis auf einen so einen kleinen Cracker. Der liegt bestimmt so ganz, ganz gut versteckt irgendwo unten drunter. Ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen, weil ihr so ein gutes Auge dafür habt. Und ich suche mich hier dumm und dämlich. Und ihr denkt euch nur so, Mann, Peck, ey, was? Habe ich doch schon lang, dreimal habe ich den schon gefunden. Und du bist hier immer noch rumsuchen, Alter. Da vorne oben komme ich gar nicht mehr rauf. Wollen wir doch mal sehen. Ist da außen kein Cracker? Ah, anscheinend nicht, ne? Das wäre natürlich noch geil gewesen, wenn da auch noch irgendwo ein Cracker gelegen hätte. Aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Gibt's kein Licht oder so. Blöd eigentlich. Das ist kein Cracker. Wo ist denn noch ein Cracker? Seht ihr da noch irgendwo einen? Ich sehe nämlich keinen mehr. Kann ich den Stuhl drehen, die Kamera wegnehmen? Später, Peter. Was heißt das später? Na toll. Das Telefon ist tot. Das ja. Kabel. Ja, aber wo das ist der letzte Cracker? Die Stromleiste wurde durchtrennt. Ist gut. Wir brauchen... Ist gut, Justus. Der mit seinem Klugscheißen, ne? Der Justus. Das ist schon so einer. Der immer noch einen Spruch drauf, ne? Immer alles besser wissen. Ja. Habt ihr den Cracker gesehen? Ha? Habt ihr eine Idee? Wollen wir doch mal Habt sehen. Habt ihr eine Idee, wo der Cracker sein könnte, der letzte? Ich finde den nicht. Ich dachte, das wäre das. Aber das ist er nicht. Und das geht nicht mehr auf. Einen brauche ich noch. Wahnsinn.